Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel. Dieses Video richtet sich an alle Gitarrenanfänger, die sich das allererste Mal eine Gitarre kaufen, in diesem speziellen Fall eine E-Gitarre. Ich sage auch ein bisschen was zu Akustikgitarren einfach mal, aber es geht vor allem um E-Gitarren. Und da will ich dir einfach mal eine Kaufberatung geben, mit was du definitiv nichts falsch machst, wenn du anfängst. Und was du alles brauchst und was es alles für Optionen gibt, je nachdem, wie deine Wohnsituation aussieht und so weiter und so fort. Und was du vielleicht auch schon hast an zum Beispiel Stereoanlage, Computer und so weiter. Könnte ein langes Video werden, weil es gibt unglaublich viele Optionen in der heutigen Zeit. Dazu sage ich dir immer noch, du lebst in einem Schlaraffenland heutzutage. Wenn ich daran denke, was ich früher, als ich vor 30 Jahren angefangen habe, Gitarre zu spielen, was es da für einen Mist gab, der auch noch viel Geld gekostet hat, freu dich. Es gibt so viel gute, günstige Sachen und es gibt keine bessere Zeit, mit E-Gitarre anzufangen. Okay, legen wir los. Du brauchst natürlich zuerst mal eine E-Gitarre. E-Gitarren gehen so im einschlägigen Online-Handel, gehen so ungefähr bei 90 Euro los. Und da kommt auch gleich das Erste, ich würde dir keine Gitarre für 90 Euro empfehlen. Auch wenn die Firma Harley Benton, Thomann Eigenmarke da, mittlerweile schon ganz ordentliche Sachen macht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie noch nicht probiert. Ich hatte die vor ewigen Zeiten mal probiert und da waren sie Schrott. Mittlerweile höre ich, dass die Dinger immer besser werden und mittlerweile echt spielbar sind. Trotzdem, ich empfehle dir eine Gitarre ab ungefähr 160, 170 Euro. Und jetzt kommt auch gleich das Argument, aber wenn man billig will, kann man doch was Gebrauchtes kaufen. Die Sache ist die, ich bin generell extrem begeistert von Gebrauchtkaufen, weil es nachhaltig ist und weil man nicht immer alles neu braucht. Bin ich davon überzeugt und beim Amp zum Beispiel würde ich auch sagen, kannst du ohne schlechtes Gewissen machen. Das Problem bei der Gitarre ist, ich habe jetzt in letzter Zeit einige Gitarren gebraucht gekauft, vor allem zum Ausprobieren, ja, und um an Schüler weiterzuverkaufen, wenn ich mal was Günstiges gesehen habe, aber davon waren, von drei Gitarren, die ich gekauft habe, waren zwei so runtergespielt und keine Ahnung, was die mit den Gitarren gemacht haben. Die standen dann vielleicht in einem nassen Keller und haben Feuchtigkeit gezogen. Die waren einfach, die waren tot. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das macht keinen Spaß, mit solchen Gitarren zu spielen. Deswegen empfehle ich dir, entweder in einen Gitarrenladen zu gehen, wenn du einen guten vor der Haustür hast. Und das ist natürlich nicht so leicht zu sagen für dich als Anfänger, ob der gut ist. Du nimmst, wenn du in einen Gitarrenladen gehst, am besten einen Bekannten mit, der Gitarre spielt, der schon Gitarre spielen kann und Ahnung hat. Ansonsten würde ich dir lieber empfehlen, das Ganze online zu kaufen, weil du kannst dann einfach das zurückschicken. Und in so einem Gitarrenladen ist es meistens mit Stress verbunden, ne, dass die was zurücknehmen. Und oftmals kriegst du einen Ladenhüter angedreht. Es gibt auch Positivbeispiele, klar, und es gibt auch Negativbeispiele für Online-Versand. Das ist ganz klar, aber meine Empfehlung ist, bestell dir einfach was und wenn es nichts ist, dann schickst du es zurück. So, wie kriegst du raus, ob es nichts ist? Ich gebe dir jetzt hier einfach mal ein paar Checkpunkte. Du hast die Gitarre bestellt, die ich dir hier empfehle. Die zeige ich dir jetzt auch mal. Ich habe dir hier eine Liste angelegt bei Thomann. Und das switchen wir gleich drauf. So, ich habe dir hier eine Liste angelegt und da habe ich dir zwei E-Gitarren reingemacht. Das eine ist die GRX40 MGN. Zu der gibt es auch ganz viele Videos von mir. Die habe ich nämlich hochgepimpt. Und es gibt die Ibanez Art 120 QA. So, Ibanez empfehle ich, weil die einfach in dieser Preisklasse einen richtig guten Job machen. Eine schöne Alternative dazu, wenn du kein Ibanez willst, aus irgendeinem Grund, wäre eine Yamaha Pacifica zum Beispiel und auch die Gitarren von Epiphone im niedrigen Preisbereich, so ab 250, 300 Euro, sind völlig okay. Und natürlich gibt es noch XYZ1000 Marken, wo du vielleicht, also jemand, der das jetzt sieht und kein Anfänger ist und seinen Senf dazugeben mag, schreib doch einfach drunter, welche Gitarre in dem Preisbereich du besonders gut findest oder du besonders gute Erfahrungen damit gemacht hast. Ja, also ich kenne die und ich empfehle die. Ich kann nicht empfehlen, was ich nicht getestet habe und ich bestelle mir jetzt auch keine 10 Anfängergitarren, um die zu testen. Das wäre mir ein bisschen zu hart. Musst du ja alle auch zurückschicken und irgendwann streikt dann sogar Thomann. Ja? Oder irgendein anderes Musikgeschäft. 10 Gitarren bestellen, 9 zurückschicken. Ich glaube, da ist irgendwann auch mal der gute Wille dann vorbei. Ne? So, also das ist die Gitarre. Und wie stellst du fest, ob du kein Montagsmodell erwischt hast, was immer mal wieder auch passiert, egal bei welcher Marke? Du guckst dir mal an, hier. Ich halte das mal hier in die Kamera, schaue, das macht scharf.
Da kommt die Seite raus, da ist der Sattel. Hier ist jetzt ein Tremolo dran, aber da ist normalerweise der Sattel. Und hier am ersten Bund sollte die Seite ungefähr so hoch sein, ein kleines bisschen höher, als am zweiten, also wie am zweiten Bund, wenn du den Finger auf den ersten Bund drauf drückst. Also nicht wesentlich höher. Wenn da so, naja, sagen wir mal, ein Millimeter Platz ist, lassen sich die Saiten hier ganz schwer runterdrücken. Und das macht sich aber auf dem ganzen Griffbrett bemerkbar, dass die schwerer runterzudrücken sind, höhere Saitenlage und es lässt sich schlecht spielen. Da musst du drauf gucken. Dann guckst du mal gerade über den Gitarrenhals drüber und zwar ungefähr so, wie ich das jetzt hier versuche dir zu zeigen. Und dann guckst du, ob der, wenn du so drüber guckst, relativ gerade ist. Der darf ganz leicht in diese Richtung gebeugt sein, aber nur ganz leicht. Und wie du das am besten rauskriegst, beide Hände frei, du drückst am ersten Bund mit dem Zeigefinger auf der G- oder D-Seite runter hier, bupp. Und dann legst du irgendwo hier so ein bisschen weiter oben den Finger auf und siehst, ob die Seite die Bundstäbchen berührt oder ob da ein ganz kleines bisschen Platz ist. Optimal wäre, wenn ein ganz kleines bisschen Platz ist, so ein Zehnten Millimeter oder sowas, dass der halt so ganz leicht gebeugt ist. Wenn er ganz gerade ist, wird es schnarren. Ja. Und wenn er aber zugewölbt ist, dann hast du hier in der Mitte, wenn da ein Millimeter Platz ist, ist die Gitarre nicht richtig eingestellt. Gut, das kann man einstellen hier am Halsstab. Würde ich aber am Anfänger eigentlich nicht empfehlen. Das sollte eigentlich per Werk und vom Laden aus gut eingestellt sein. Wenn das nicht der Fall ist und die irgendwie voll gebeugt ist, zurück mit dem Ding. Es sei denn, du kennst jemanden, der dir das ordentlich einstellt. Aber das sollte eigentlich nicht sein. Dann guckst du einen Test und du probierst einfach jeden Bund aus. Also du spielst ohne Verstärker, ja, also komplett rein akustisch, nimmst den Finger hier drauf und spielst jede einzelne Note auf jeder einzelnen Saite an. Ob mit dem Finger oder mit dem Plektrum. Und wenn das irgendwann, ne, irgendwo so macht, so kraschelt, ja, also das nennt sich ein Dead Spot, weg damit, ja, neu. Es ist glücklicherweise mittlerweile nicht mehr so häufig, dass sowas passiert. Aber auf diese zwei Sachen solltest du achten. Dann, wenn du die Gitarre an deinen Verstärker, kommen wir gleich zu, anschließt, sollte es nicht großartig brummen. Vor allem nicht in dieser Position hier und in der Zwischenposition, also eins ganz nach oben und dann eins zurück. Da sollte es nicht großartig brummen. Ja? In der Mitte darf es brummen. Wenn du ein Single Coil hast, wie zum Beispiel bei der GAX40, darf es hier ein bisschen brummen, aber hier nicht und hier nicht. Okay? Und dann sollte auch nicht, wenn du in die Gitarre reinschreist, man das zu laut auf dem Lautsprecher hören. Dann ist nämlich der Pickup mikrofonisch. Wobei, das war früher mal, als ich angefangen habe. Das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Also vergiss das wieder. Gut, also so kannst du so grob testen, ob die Gitarre in Ordnung ist. Dann mein absoluter Geheimtipp, und das muss ich noch hier in die Liste reinmachen. Limonenöl. Kostet 7 Euro oder sowas in der Art. Ich gucke gleich nochmal nach für dich. Und ein altes Baumwolltuch, hier habe ich ein Babysöckchen. Und damit kannst du immer schön die Saiten sauber machen. Dadurch bleiben die Saiten wesentlich länger frisch. Und es flutscht viel besser. Vor allem, wenn du stark an den Händen schwitzt. Also das mache ich noch dazu. Gut, soviel zur Gitarre. Dann brauchst du, um die Gitarre in Stimmung zu bringen, ein Stimmgerät. Es gibt Gitarrenlehrer der alten Schule, das sind auch die gleichen, die dir empfehlen, mit Klassikgitarre anzufangen statt E-Gitarre, die dir sagen, du musst die Gitarre mit dem Ohr von Hand stimmen können. Und da sage ich, nein, musst du nicht. Zeitverschwendung am Anfang. Da kannst du dich mal in einem Jahr, wenn du eh schon spielen kannst, auch drum kümmern. Es ist ganz lustig, wenn man das kann, aber du brauchst es definitiv nicht. Dafür gibt es diese kleinen, schönen Stimmgeräte und ich empfehle dir ausschließlich den Polytune von TC. Ich kriege von TC kein Geld, ich kriege noch nicht mal Provision, außer du bestellst es bei Thomann, dann kriege ich 3% Provision, wahnsinnigerweise, ja. Aber auf alles andere kriege ich das auch. Und das ist einfach der unproblematischste und beste Tuner, den du dir kaufen kannst. Den klippst du hier oben einfach an den Hals dran, klappst den hoch und dann kannst du die Saiten stimmen. Ne? Muss dann natürlich wissen, wie die Saiten heißen. E, A, D, G, B, E. Und dann siehst du, ob es zu tief ist oder zu hoch und stimmst das. Es gibt von mir auch Videos dazu, findest du auf YouTube. Da sage ich dir 3 Arten, wie du Gitarre stimmen kannst. Gut, also das brauchst du auf jeden Fall, das Stimmgerät, sonst bist du immer verstimmt. Und von Hand, es geht zwar, ich zeige es auch in diesen Videos, aber du hast am Anfang genug zu tun mit Spielen lernen. Ja? Okay, und wenn du Gitarre spielen lernst, empfehle ich dir natürlich meine Seite gitarrenlehreronline.de, vor allem das Premium-Abo.
wo du auch 14-tägig Video-Feedback kriegst. Da gibt es noch ein weiteres Video zu im Laufe der nächsten Zeit. Aber guck das einfach mal an, gitarrenlehreronline.de. Es gibt einen freien Mitgliederbereich zum Auschecken, der dich absolut nichts kostet, absolut keine Verpflichtung. Kannst du dich eintragen, kriegst du Zugriff auf 13 Lektionen. Genug der Eigenwerbung, das war's schon. Wir haben das Stimmgerät. So, dann als nächstes, bevor wir zum M kommen, und das ist ein komplizierteres Thema, gerade noch die andere Gitarre wollte ich noch kurz zeigen. Also wenn du eher auf die Les Paul Form stehst, habe ich hier noch eine Alternative hingeschrieben, die Ibanez Art, die ist ein bisschen teurer und auch eine hervorragende Gitarre. Ich würde dir eher die andere empfehlen, die lässt sich meiner Ansicht nach leichter spielen. So, dann brauchst du ein Kabel und hier ist zum Beispiel ein Punkt, wo es sich nicht lohnt zu sparen. Denn es gibt bestimmt Kabel für, also ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, wie billig es wird, aber es gibt bestimmt Kabel für 5 Euro und die gehen einfach schnell kaputt. Es geht hier nicht um die Soundqualität, sondern das ist ein Kabel, da trittst du auch mal drauf. Da bleibst du auch mal hängen, sodass es hier an der Buchse zieht. Ja? Und die müssen einfach stabil sein und vor allem die Zugentlastung. Zugentlastung. Hier habe ich ein abgeschnittenes Kabel, weil da ist irgendwann eine Sängerin draufgetreten und das ist kaputt, deswegen habe ich es mal abgeschnitten. Die Zugentlastung macht Folgendes, ich schraube das hier mal ab. Ja, so, hier wird das Kabel fest gelötet, hier an dem Stecker. Und dann kommt hier so ein Ding drauf, das hat hinten so ein, wie so ein Konus, das siehst du hier. Ja? Und wenn dann dieses Teil von hinten da drauf kommt, jetzt kommt schon, ja, wird das zusammengepresst und drückt das Kabel nach innen praktisch mit dem Gummi fest, sodass das, wenn du dran ziehst, nur an diesem Bereich hier, an der Schraubung, von diesen beiden Teilen zieht und nicht etwa an den Lötstellen. Und so hält das Kabel wesentlich länger. Ja? In dem Fall empfehle ich Neutrik oder Hikon-Stecker. Das Kabel, was ich ja hier aufgeschrieben habe, hat Neutrik, Hikon-Stecker. Haben die gleiche Zugentlastung, sind wunderbar. So, 3 Meter ist für den Anfang eine gute Länge. Wenn du denkst, du musst ein bisschen weiter weg vom Amp hocken, hol dir ein 6 Meter Kabel, das kostet ein paar Euro mehr. Hier lohnt es sich, 16,50 Euro auszugeben, auch wenn es andere billige Kabel definitiv gibt. Ja? Solltest du doch weniger ausgeben wollen, guck, dass es Neutrik oder Hikon-Stecker hat. Meinetwegen Amphenol, aber besser Neutrik. Und wenn du noch ein paar Euro drauflegen willst, nimm eins mit diesem Neutrik Silent-Stecker. Dann macht es nämlich kein Geräusch, wenn du das reinsteckst. Ja? Hier zum Beispiel, da, kein Geräusch. Obwohl es aktiv Elektronik hat, digital. Ja? Normalerweise macht es... Gut, das war das Kabel und jetzt kommen wir zum M. Und jetzt ist erstmal die Frage, du lernst Gitarre, E-Gitarre, brauchst du überhaupt ein Amp? Jein. Du brauchst etwas, das diesen typischen E-Gitarren-Sound macht. Den hier. Ja, oder was ist das? Du willst ja nicht die ganze Zeit clean spielen. Okay, clean, dass ich das auch mal vorspiele, das klingt so. Da ist clean. Brauche einen anderen Pickup, ja, das ist clean. Bisschen laut. Aber wenn du nur clean spielst, kannst du auch eine Akustikgitarre kaufen. Da hast du einen Haufen Geld gespart. Weil natürlich der Amp nochmal mindestens genauso teuer ist wie die Gitarre unter normalen Umständen, je nachdem, was du holst. So, also wenn du auch diesen rockigen, verzerrten Sound willst, brauchst du etwas, was diesen Sound macht. Und nein, es ist nicht nur der Amp, der das machen kann. Es gibt da mittlerweile mehrere Möglichkeiten. Und ich sag dir jetzt einfach mal, wie ich es hier mache. Und das siehst du jetzt hier, nochmal die Software eingeblendet. Das ist ein sogenanntes... Plugin. Und hier siehst du auch den Mixer von meinem Audio-Interface. Das heißt, ich mache diese ganzen Sounds über mein Audio-Interface mit meinem Computer. In dem Fall ist es ein Mac, das funktioniert aber auch genauso gut auf einem PC. Das heißt, wenn du einen einigermaßen aktuellen PC hast, Laptop, egal, nicht mehr als 6 Jahre alt und das Ding rennt ganz gut, ja, kann auch mal vielleicht mal so ein leichtes Spielchen spielen. Ja, also es muss schon ein bisschen mehr Pep haben. Wenn du schon eine Minute wartest, bis Word aufgeht, würde ich es lassen. Ja, dann kannst du dir auch ein Audio-Interface holen und Software dazu, die das Ganze macht. Und da gibt es sogar Freeware. Ja, das führt jetzt hier zu weit, das alles zu erwähnen. Meine Empfehlung ist immer, den Archetype Nolly von Neural DSP zu holen. Du hast dann auf einmal einen richtig krassen Gitarrensound.
über das Audio-Interface und du brauchst da allerdings Boxen oder gute Kopfhörer, die du in das Audio-Interface, also nicht mehr in den Rechner rein, wie du es vielleicht vorher gemacht hast, sondern in das Audio-Interface reinsteckst. Und gute Boxen starten so bei 200 bis 250 Euro, das Paar. Und dann hast du aber auch diese Boxen zum Musik hören und für einen Computer. Und du kannst dann Schlagzeug drüber laufen lassen und so weiter. Dazu empfehle ich dir allerdings meine Serie, das perfekte Übestudio. Nur, es gibt nicht nur den Amp und du brauchst nicht unbedingt den Amp. Ich spiele zu Hause zu 95% direkt über einen Computer. Meistens habe ich mein Fractal Audio Equipment an, also so Preamps vorne dran, ja. Das ist jetzt auch nichts zur Sache, das ist nichts für Einsteiger. Sei denn, du hast zu viel Geld, dann hol dir auf jeden Fall den FM3 von Fractal Audio. Aber ich spiele eigentlich über die Amps da hinten relativ selten, weil die muss ich anschalten, die müssen vorglühen und ich brauche relativ viel Strom. Also zum Üben mache ich einfach den Rechner an und schiebe mir das Plugin hier rein. Fertig. Ja? So, und das ist halt nicht so besonders teuer. Gut, die Boxen sind ein bisschen teurer. Aber wenn du eh schon einen Computer hast und sowieso da so ein bisschen Interesse dran hast, empfehle ich dir das und du hast einen geilen Sound. Richtig geilen Sound. Dann gehen wir aber jetzt mal hin und gucken mal, was ist denn die günstigste Methode, wie du einen einigermaßen guten E-Gitarren-Sound kriegst. Das ist definitiv hier der Boss Katana Mini. Das Kabel hast du ja schon. Das ist ein kleiner Amp. Der ist ungefähr so groß. Ja. Und der klingt tatsächlich vernünftig. Riesenvorteil von dem Ding ist, du kannst Batterien reinmachen und kannst den überall hintragen. Das heißt, wenn du mal im Wohnzimmer üben willst oder mal in der Küche üben willst, ne? Kabel dran, Gurt an die Gitarre, Kabel dran und schon kannst du überall üben. Und das ist absolut genial. Den kannst du zum Beispiel auch behalten, zum in Urlaub mitnehmen, wenn du dir dann einen besseren Amp oder ein anderes System kaufst, wo du dann mit richtig geil Gitarre spielst. Das ist ein Teil, das behält man einfach. Das ist ein super schöner kleiner Helfer und reicht auf jeden Fall auch zum Anfangen. Es gibt natürlich Tonnen von anderen kleinen Amps. Boss Microcube wird oft genannt. Habe ich jetzt nicht getestet aktuell. Ich empfehle dir den hier. Der ist super. So, gehen wir weiter im Preisgefüge. Meine nächste Empfehlung wäre der Line 6 Spider. Wenn du ein bisschen mehr Power willst, 30 Watt hat der. Der reicht für eine kleine Bandprobe. Und der hat die neueren Line 6 Sounds drin. Das sind nicht ganz die Helix Sounds, aber die klingen echt ordentlich mittlerweile. Die alten Spiders waren nicht so geil. Der 5er ist echt gut und der kostet dann 174 Euro. Der hat verschiedene Sounds, die du einspeichern kannst, Amp Models, die du wählen kannst. Also es handelt sich um Modeling-Technologie und das ist echt völlig okay. Ja? Eine Stufe drüber, wesentlich lauter kannst du den stellen. Der hat wesentlich mehr Rums unten drin. Der Boss Katana Mini hat für so Zimmerlautstärke genug, würde ich sagen. Klar, wenn du jetzt so Metal Riffs spielst, so... Das war der falsche Sound für Metal Riffs. Amp umschalten. Das drückt dann natürlich nicht bei dem kleinen Mini. Das ist klar. Ja, das sollte dir klar sein beim Teil dieser Größe. Der Spider schon. Ja, der drückt dann schon ein bisschen mehr. Und dann ist aber so, über den Spider ist es jetzt nicht so geil und über den Boss Katana Mini auch nicht, wenn du Jam-Tracks abspielen willst, also von YouTube oder zum Beispiel von Gitarrenlehreronline.de meiner Seite, da gibt es überall Jam-Tracks zum Mitspielen. Die haben zwar einen AUX-Eingang, also der Katana Mini hat ja einen AUX-Eingang, das habe ich jetzt, hätte ich mal recherchieren sollen, oder? Gell? Input, von hinten bitte einmal. Ich hätte gerne den AUX-Eingang gesehen. Ich glaube ja, da hinten sind auf jeden Fall zwei Eingänge. Hat auch einen AUX-Eingang, aber das klingt dann für Musik sehr quäkig. Ist okay, aber nicht geil. Ja. Da kommen wir dann jetzt zu einer anderen Kategorie an Amps. Wo ist es denn jetzt schon wieder? So, andere Kategorie und das sind diese Full-Range-Übe-Amps. Die haben zwei kleinere Speaker drin und einen Hochtöner. Und die sind praktisch Full Range, also die geben das komplette Frequenzspektrum wieder. So ein typischer Gitarrenarm fällt ab einer bestimmten Frequenz, weil er die nicht braucht. Die Gitarre mit Verzerrer und so gibt diese Frequenzen nicht wieder, beziehungsweise sie klingen nicht gut. Aber diese Amps haben auch meistens Modeling drin, eigentlich ausschließlich. Und die haben Full Range, also über die könntest du auch Musik hören, wie über so ein kleines Böckschen, so JBL oder ein Bose-Ding. Ne? Über die könntest du auch Musik hören und die meisten haben auch sogar Bluetooth drin. So, jetzt habe ich dir hier zwei reingemacht. Der Vox Audio RGT, den habe ich schon oft empfohlen. Der klingt auch auf jeden Fall super zum Anfang.
Und noch den Boss Katana Air, der hat noch was Spezielles, da kannst du dir nämlich das Kabel sparen, der hat nämlich einen Sender dabei, der einwandfrei funktioniert, den kannst du dir hier in die Gitarre stecken und ohne Kabel durch die Wohnung rennen, während du über den Amp spielst. Und der Amp klingt auch sehr geil. Der klingt noch ein Stück besser als der Katana Mini. Ist natürlich mit 400 Euro auch schon, jo, ist schon ein bisschen teurer, deswegen habe ich dir den Audio GT reingemacht, das heißt, du wählst dir einen aus von billig nach teuer hier, ne? Katana Mini, Line 6 Spider, Fox Audio RGT, Boss Katana Air. Auch hier gibt es natürlich Tonnen von anderen Amps. Ja, ich empfehle jetzt halt einfach mal die. Gut. Oder du gehst halt auf das Audio Interface und ich zeige dir jetzt mal auch, welches ich an deiner Stelle holen würde. Oh, das ist nämlich das Focusrite. Und da zeigt das auch schon entweder das 2i2. Ja, also entweder das hier, und das mache ich auch mal auf die Liste drauf. Oder das Focusrite Solo. Allerdings hast du dafür ein paar Euro dann halt immer nur einen Eingang gleichzeitig. Funktioniert auch. Hat sogar eine Software dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, Addictive Keys sogar. Lass mich kurz gucken, was ist noch dabei. Ableton Live Lite. Ja, mehr brauchst du nicht beim Anfang vom Computer an Software. Und das ist natürlich ein unschlagbarer Preis, ne? Also 95 Euro. Du hast Live Lite schon dabei. Oh, da ist sogar Softube Time and Tone Bundle, Softwareinstrumente. Ne, Gitarren-Amp-Simulation ist nicht dabei, aber wie gesagt, da empfehle ich dir eher Neural DSP Nolli. Naja, du kannst es ausprobieren und du siehst dann halt, ob es sich lohnt für dich. Und ansonsten einfach ein bisschen Research für Freeware-Plugins findest du auch. Ja. Es gibt auch Demo-Versionen, zum Beispiel gibt es eine Free-Version von Guitar Rig. Die würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Da hast du so eine Marshall-Simulation und einen Tube-Screamer und das reicht eigentlich schon für die meisten Sachen. Zum Üben auf jeden Fall, kostenlos, brauchst du nur das Audio-Interface. So, also das ist die Alternative. Gucken wir mal, was ich hier sonst noch so aufgeschrieben habe. Ah genau, was du unbedingt brauchst, ist ein Fußbänkchen für die optimale Haltung. Und ihr fangt jetzt bestimmt wieder, also einige von euch, die es jetzt zugucken, fangen bestimmt wieder Diskussionen an und sagen so, ja, Eric Clapton spielt auch immer so. Es heißt nicht, wenn der Eric Clapton das macht, dass das unbedingt die beste Gitarrenhaltung ist. Weil, guck mal, wenn ich hier spiele, guck mal auf meine Schulterpartie. Na, ich mach mal hier das Fuß drauf. Da ist die Schulter relativ hoch und die Schulter relativ tief. Da das hier alles so ein bisschen schräg ist, siehst du es nicht so gut. Aber ich kann nicht lang so spielen, ohne dass ich hier so ein bisschen Krampf kriege und mein Rücken krumm wird. Deswegen, wenn man den Fuß auf ein Fußbänkchen macht, dann guck mal, ist die Rückenpartie komplett gerade. Du setzt dich auf den Rand vom Stuhl und kannst bequem überall spielen. Es ist einfach eine bessere Haltung, vor allem wenn du länger übst. Deswegen empfehle ich dir unbedingt ein Fußbänkchen. Und was du noch brauchst, sind natürlich Plektren. Wenn du nicht weißt, was du holst, hol dir einfach die Jazz 3XL von Dunlop. Die muss ich auch noch reinmachen. Mensch, habe ich ganz schön viele Sachen vergessen, hier reinzumachen. Das gibt es doch nicht. Habe ich das Focusrite reingemacht? Ja. Und die Plektren, das sind Jazz 3XL. Ach, da gibt es mittlerweile auch schon 5000 verschiedene. Oder holst du einfach das Variety-Pack hier. Das mache ich einfach mal rein. Ja, da kannst du mal ausprobieren. Die sind alle in der richtigen Form. Kannst du alle ausprobieren. Sind alle völlig okay für den Anfang. So. Natürlich, diese Produkte, über die ich jetzt geredet habe, die habe ich dir in so eine spezielle Landingpage auf Thomann gemacht. Und ja, ich kriege dafür Provision. Aber für mich ist es am einfachsten, das so zu zeigen. Du kannst es natürlich auch in dem Musikgeschäft vor Ort kaufen und je nachdem, wie du dazu stehst, ich bin auch dafür, dass die Musikgeschäfte vor Ort noch existieren, kannst du gerne dort kaufen. Ich habe es halt jetzt hier in die Liste reingemacht, weil ich das hier schön dann zeigen kann am Bildschirm mit den schönen Bildchen, die da hier angezeigt werden. Und mir ist es völlig egal, wo du kaufst. Auf die 3% kann ich auch verzichten. Nur da Thomann es schon anbietet, nehme ich das natürlich auch noch mit. Und wenn du das dort kaufen magst, kannst du es gerne tun. Oder auch bei Music Store oder Session oder was weiß ich noch was für anderen Geschäften. Nur das eine nicht, aber das nenne ich jetzt nicht, sonst kriege ich wieder Ärger. Gut. Aber jeder, der meinen Channel verfolgt, weiß welches nicht. Gut. Ja, das sind meine Empfehlungen für den Anfang.
Und natürlich ist Equipment nur eine Sache, das weißt du ganz genau. Du musst auch spielen lernen und wenn du dir keinen Privatlehrer holst, was ja in Corona-Zeiten auch schwer ist, und ich empfehle generell, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du das Geld hast und die Zeit hast, dahin zu fahren, hol dir Einzelstunden bei einem guten Gitarrenlehrer, vor allem im ersten halben Jahr. Kann ich nur empfehlen. Und das nächstbeste direkt ist gitarrenlehreronline.de natürlich, meine Seite zum Online-Gitarrenlernen. Vor allem am Anfang würde ich dir das Abo empfehlen, auch wenn du denkst, Grundkurs E-Gitarre reicht. Ja, aber das Abo empfehle ich dir deswegen, weil du dann Feedback von mir kriegst. Du kannst ein Video aufnehmen, mir das schicken und du kriegst von mir gesagt, okay, deine Handhaltung, rechte Hand ist gut, linke Hand musst du den Daumen ein bisschen weiter nach hinten machen und du knickst zu stark, du musst ein bisschen rumdrehen und ich habe das Gefühl, du drückst zu fest, weil ich sehe schon, wie die Seite sich dehnt. So Sachen kriegst du dann gesagt, wie von einem echten Gitarrenlehrer. Und das ist am Anfang echt Gold wert, weil man kann sich gerade in den ersten 6 Monaten unglaublich viel Mist angewöhnen, den man nur ganz schwer später wieder rauskriegt. Deswegen mein Tipp, entweder Gitarrenlehrer oder gitarrenlehreronline.de oder einen anderen guten Online-Kurs. Ja, mach das. Nicht einfach selber mit irgendeinem Buch anfangen. Guck, dass du irgendwie Feedback kriegst. Wichtig. So, das waren meine Empfehlungen für den Anfang. Wenn es dazu Fragen gibt, gerne unten in die Kommentare. Und ich habe aber eine kleine Bitte. Fragt nicht, Gitarre XXX sieht auch gut aus. Wie ist die denn? Ich empfehle diese günstigen Gitarren, weil ich die kenne. Ich spiele normalerweise Gitarren so um die 1200 bis 2500 Euro. Und ich bin in dem Anfänger-Dings nicht drin. Ich kenne nicht alle Gitarren. Ich kenne diese Ibanez. Dann gibt es auch noch die S-Serie von Ibanez, die da auch in dem Preisbereich ist. Die ist auch okay. Also du kannst eigentlich blind alles von Ibanez kaufen. Ich hatte noch keinen Mist von Ibanez. Jedenfalls nicht in den letzten 5 Jahren. Und ja, vorher eigentlich auch nicht. Was wollte ich dazu noch sagen? Genau, diese Yamaha Pacifica und eigentlich grundsätzlich alles von Yamaha kannst du auch kaufen. Habe ich auch diverse Gitarren ausgecheckt. Die haben eine Pacifica in Strat-Form, Pacifica in Teleform. Ist wunderbar. Und sonst kann ich es einfach nicht sagen. Ja? Du musst sie dann selbst ausprobieren oder jemandem anders vertrauen, der die getestet hat. Ja? Harley Benton könnte man auch ausprobieren. Da werde ich eventuell mal was zu machen. Aber bis jetzt sehe ich da jetzt nicht unbedingt eine Veranlassung dazu, weil 160, 170 Euro kann man für seine erste E-Gitarre ausgeben. Das sollte drin sein. Und die Dinger haben einen sehr guten Wiederverkaufswert, vor allem wenn du sie gut behandelst. Das war's von meiner Seite. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, freue ich mich sehr. Und Glöckchen drücken, abonnieren und der ganze Kram. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis dann und tschüss.